Und ich bin übrigens Ja, erzähl. bin bald aufgestiegen auf Kernel 40. Dauert nicht mehr lange, muss mal schauen hier, was brauche ich noch? Ja, 17.000 Punkte. Ah, ich sehe schon gleich. Armored Kill, Armored Shield, 3000 Tickets erobern groß. Nee, das ist ja nur ein Squad Deathmatch Server, aber hier Ja. squitten schon alle raus, das finde ich ein bisschen doof. Bleibt doch Battlefield alle 4 hier. gibt's ja auch Push to Talk. Oh. Dass man auch nicht muten kann, leider. Hat ja gerade schon erzählt hier die Sache mit den zwei Russen, die sich penetrant die ganze Zeit unterhalten haben auf Russisch bei der Counter-Strike-Runde, wo man sagt, okay, im Competitive, da hört man seinen Push-to-Talk auch an, dass man halt auch was sagen kann, nur wenn es notwendig ist, halt Parkour ausmachen kann. Aber wenn du die Aber ganze Zeit vollgequatscht wirst und halt auch die Schritte nicht hörst, du musst ja wirklich Schritte hören bei Counter-Strike und das kriegst du dann, wenn die ganze Zeit reden, nicht hin. also ich denke mal, jeder, der Counter-Strike Competitive irgendwie, wie man es ausspricht, spielt mit TS. Es muss so sein. Ja, das ist gut möglich. Oh, wir sind am falschen Haus. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Der Blacktailen-Dings da, der rennt schon gut vor. Das ist eine super Sache. Wir machen Mann, jetzt. das ist, ist ein Level 25er. Bessere Kugelfänger kann man nicht haben. Jo. Puh, danke. Ach, da vorne sind sie ja. Ah, Aswall, ey. Hilfe. Aber hey, es Von wo? sind. Ne, gerade drüber. In diesem komischen Zeitungskiosk. Und jetzt rechts von dir. Ach Mein so. Army-Soldat hat genau das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Okay. Die penetrieren mich, wirklich. Habe ich so richtig verstanden? Okay, ja, gut, okay. Und jetzt ist mal G3 Zeit. Ach, natürlich, ich schieße die ganze Zeit gegen so eine scheiß Ampel. Jawohl! Party hart. So, 3 zu 3. Also, wir könnten uns mal das Ziel setzen, diese Runde sogar zu gewinnen. Vielleicht. Okay. Der Typ kämmt sich hier unten im Haus ein. Das ist schon mal ganz nice. Wer mit der MP16 oder? Ja. Nein, ich habe natürlich oben ins Haus reingeworfen. Ach, ich habe Granatenflug, ne? Ja, dann nächste. Nimm Also das. bei manchen Leuten, die M16 mit Mündungsfeuerdämpfer spielen oder MP16 mit Mündungsfeuerdämpfer spielen, kann man nur, sich nur die Hand gegen den klatschen und denken, boah. Na, sagen wir es mal so. In dem Sinne, ein bisschen Sinn macht es schon über längere Distanzen, aber über kurze Distanzen hast du natürlich einen Nachteil. Jetzt ist natürlich die Frage, zum Beispiel in der M416 kann man ja schön über längere Distanzen auch spielen. So ist es ja nicht. Ja, aber keine 3 Meter oder plus. Das Problem. Also für Querbe die ganze Karte gegen den Sniper auf dem Kran zu gewinnen. Och, warte mal kurz, jetzt geht's los hier. Das schafft man schon. Ich möchte mal bitte die Leute etwas ausräuchern. Bist du mit dabei, die Leute Also. auszuräuchern? Ach, das war Kill 83, meine Fresse. Kannst du mich nochmal holen? Achso, hier geht ja nicht, weil ich jetzt nicht mehr angezeigt werde. Warte kurz, ich werde die ausräuchern. So. Versteck mich auch in der Ecke. Ja, der kann nicht Angst. spawnen. Ich glaube, du hast das Spielprinzip von Battlefield noch nicht ganz verstanden, aber erstmal möchte ich ein bisschen Aber du hast es verstanden. Einfach mal sich in Gasse stellen und. Ja, ein Hit mit der S'more hatte ich gerade. Ein Warte, Hit mit der. ich geb dir Medic Das hier. wäre nett, ne? Danke. Oh, warte. Geh zurück, du hast keinen Ball. Warte kurz, da in dem Haus ist er, ne? Achso, das war's. Warte, ich werfe eine Nade. So. Nee, das muss man. Also, man muss hier wirklich dann ein bisschen zu härteren Maßnahmen greifen. Das Problem ist eigentlich. Also, das Problem. Cobra. Theoretischerweise müsste man das Haus ja zerschießen können, aber wieso geht denn das aktuell nicht hier? Das geht mal ein bisschen auf den Zünder. Ich sag nur, Alter, 4 Games, Battlefield 3 ist ein Minecraft-Klon, zerstörbare Umgebung mit dem Panzer, der Part. Ja, das stimmt allerdings. Ah, das ist doch mal ein bisschen fliegende
Ach, der hat eine Claymore gesetzt oder was? Was für ein Held. Die haben sogar Tux drin, glaube ich. Also das ist, die verkämpfen sich da. Na, deswegen müssen wir die mal ein bisschen ausräuchern hier, damit die nicht mehr ganz so campen. Na, nehmen wir mal die untere Etage. Da haben wir nochmal einen genommen. Ich habe immer noch... Hat mir jemand Munition gelegt oder so? Wieso habe ich so viel? Ja, wir werden auf dem Teamspeak rumgemoved hier von irgendwelchen coolen Leuten. Ja, wir sind in Gay. Yo. Dieser Red Faction ist das, der da ein bisschen rummoved. Lass mal wieder in Battlefield 3 gehen. Mit dem Pestenpipe. Boah. Also, kannst du mal ein Passwort machen. Warte mal bei neuen Channel. Oder? Ach, scheiß drauf. Gute Frage. Auf jeden Fall habe ich das mit dieses hässliche Haus jetzt zerschossen. Ich kann, oder wir können ja sagen, wir haben einen starken Charakter, das prallt von uns ab. Ja, natürlich. Das ist wie so... Fliege geht auf die Haut. So. So, eigentlich kann man hier reinlaufen, wenn man nicht zu blöd wäre, so wie ich. Achso. Von der Brücke. Ja, ich sehe schon. Ich habe aber keine. Ich habe ein Medkit bekommen. Dankeschön. Oh, das macht doch böse. Ah, der also Typ ist. Ich spiele doch mal. Ich. 15 haben die schon. Und warte, geh weg. Ja. Ich hau den mal den Typen mal kalt. Ich sehe ihn nämlich nicht wirklich. Hab ihn. Wir gehen mal rein ins Haus, okay? Nee, die haben Tux und das Problem ist, wir haben keine guten Nahkampfwaffen, aber... Sorry, warte kurz, ich heb dich mal auf. Kannst du die Klasse von denen nehmen. Achso, ja, geh mal hoch. Was hat der? Der hat, natürlich hat er keinen Medkit, sondern hier Granatenwerfer. Aua. Warte, komm her, ich kann den Medkit geben. Achso, das buggt, wir können es gerade übelst geistig nach. Oh, der kam zum dritten Stock, direkt auf der Treppe. Ich hab ihn, von den beiden. Und der andere ist ein Versorger. Das kommt dann mal hoch, ey. Du Horst, das war noch einer von uns, der Kreon. Tester Kreon. Ja, hab ich mir gut gemerkt, Mensch, du. Na, auf jeden Fall können wir da erstmal in das Haus reingehen und die fragen, was die denn da wollen, weil das ist ja recht böse. Das Gute ist, ja, wir haben da einen Tux von uns. Wir könnten auch mal versuchen, den Nate reinzuwerfen. Ja, der Nate auf der 3 übrigens, ja, klar. Ja, das war eine Etage zu tief, schade. Was auch von Arsch ist einer. Ja klar. Den. Hab den bei Flankpunkt A in Eroberung. Ich werde mal schauen, dass wir hier wieder ausreichen können. Ach, hier ist der Otto, ja, da nehmen wir das mal hier mit. Das könntet ihr vielleicht helfen. Ja, helfen. Oben noch welche? Nee, ne? Nee. Okay. Dann hier müssen wir mal ein bisschen von hier oben die Leute beschießen. Also, ich würde mal sagen, das ist kein Campen, sondern... Defensiv spielen natürlich. Oder eine Pause machen, wie ich es immer in Call of Duty gesagt habe. Man muss ja dazu sagen, wir... Genau, dass wir eine Pause machen, das stimmt ja eigentlich schon. Wir müssen mal den... Wir sind ja die ganze Zeit herumgerannt, da müssen die armen Soldaten nochmal eine Pause machen. Das ist in der Tat richtig, da hätten wir noch einer. Boah, oh, das war natürlich daneben. Ich bin zu blöd zum Treffen, zählt das auch als Ausrede? Das ist auch eine Ausrede. Ja, dann danke. Da drüben sind auf jeden Fall welche. Ups. Was kommen wir? Ach du. Mach's doch nicht ganz so spannend. Und nimm mal das mit. Oh, geh mal weg. Ich muss mal. Medic. Und wo. Kommen die ganzen Tubes?
Von hinten irgendwo, also von. Ah, okay, da ist es. Ist auf der Map. Also, diesem blöden Haus ist keiner mehr. Sehr nice, hier noch jemand. Ich hab, glaube ich, den Cuber gekillt. Coole Sache. Ich hab's übrigens fünfmal oder so jetzt schon nicht geschafft, in das Haus hier reinzugehen über die. Was ist das hier? Diese komische Steg da oder was man. Da kann man ja ins Haus reingehen und die Leute ein bisschen umlaufen. Oh je, aber. Lass am besten rausgehen. Und uns woanders verschanzen. Ja, wir können erst mal schauen, dass dieser komische Otto hier mit seinem Schnippergewehr da erstmal was rausreißt. Oh, hab ihn mit der Hand getötet. Ich wollte gerade sagen, also irgendwann mussten doch mal töten. Ich hab einfach nur so aus. Ja, wie soll ich sagen? Einfach nur mal so aus. Oder ohne Grund reingeschossen und da war wirklich einer. Na, ich glaube, ein zweiter. Die hast du vorne. Hinter uns übrigens. Ich glaube, im Bus. Ja, irgendwo aus der Richtung kam er. Ja, den hast du. Lebe ich noch kurz wieder, bitte. Oder auch nicht. Ich habe aus Versehen fast Elf geworfen. Das passiert. Auf jeden Fall können wir immer schön im Haus spawnen hier. Das gefällt mir aus dem Grund, dass wir sicher sind im Spawn. Zumindest glaube also, ich das. Also, ich kann nur eins sagen. Eine Sache aus der See habe ich gelernt. Man kann niemals ein Haus richtig halten ohne genug Munition. Das stimmt. Und das trifft bei uns hier auch zu, weil wir haben keinen einzigen Versorger. Was? Das ist. Ach so, scheiße. Okay, dort in diesen Tunnel, wo du gerade übers reingesprayt hast, da sind noch welche. Da kann man mal eine Granate reinwerfen, so ein schönes Geschenk für die. Das macht sie bestimmt immer nützlich. Das sind zwei, ich habe einen. Jo, ich spawn mal wieder. Aber bei dem Otto hier und dann kannst du bei. Der revive den, glaube ich. War denn das? Achso, das war der. Nee, die sind da hinten reingegangen, weiß in den Innenhof. Jo, ich schau mal. Die zweite Granate hat schon die schon mal ein bisschen zum Reden. Also linke. Ich habe einen geholt, aber ich kann jetzt nicht runtergehen, weil wenn ich hier runter springe, da bin ich tot und also du wurdest schon von dem anderen gerettet. Sehr nice. Auf jeden Fall ist es hart umkämpft. Auf jeden Fall. Da hockt er auf jeden Fall mit der AKS da im Innenhof. Ach ich, ja. Irgendwie also rechts ist noch einer. Ich glaube, ich flankiere die. Ah, naja, da habe ich wieder auf die Distanz gegen den Sniper gewonnen, weil er zu dämlich ist. Der Gute. Ja, ich hätte jetzt gerne eine Granate, ehrlich gesagt, weil hier drüben ist einer drin, ne? Eine wilde Granate. Boah, Alter, ich kill die ganze Zeit da diesen Anubis, der, glaube ich, hier seine Granaten reinhaut. Wenn er meint, der stirbt halt gerne. Er ist ja totale Fan. Jo, klar. Wo ist denn der Otto? Irgendwo da drüben. Sehe ich nicht. Weg hier. Tuber. Heute ist XXL Tuber, der ist so wie es aussieht. Lass mal den oder das LLV nehmen und eine andere Stellung suchen. Ich werde mal kurz den Otto hier, also ich werde mal unseren Schnipper allein lassen und mal hier links in die Ecke rein. Oh, block doch nicht, du Ort. So, mein Freund. Ach, da war er, ja. Ach, das ist der Nächste. Jeder rennt da unten rein bei euch. Ja, jetzt kommt er nach unten rein. Falls du da noch sein solltest. Ja, ich bin noch da. Okay, das ist aber down schon. Also, ich muss dich enttäuschen. Ich könnte dich nicht reviven. Ich bin auch schon neben dir gespawnt, von daher. Weil, du warst mitten einfach da. Pass auf, ich werfe eine Granate rein. Der liegt weiter hinten. Oder auch nicht mehr. Nein, ich sollte vielleicht nicht sprayen, sondern einfach mal zielen. Also, Inner ist noch drin, der hat noch das Pionier. Genau drin?
direkt im Gang jetzt so. Reingehen und 67% ziehen, der liegt in der Mitte. Ich bin schon selber tot wieder. Damn! Eiswall. Achso, das war natürlich gar nichts. Okay, einer von uns hier oben gestorben, das ist nicht ganz so nice. Oh, der ist noch weiter oben. Ah, scheiße. Rechts neben diesem komischen Zeitungskiosk ist wieder ein Schnipper, wenn sie ja mal versuchen. Ich bin... Du bist... Genau richtig gespawnt. Da könnte ich die von hinten nehmen, diese im Gang warten. Ja, das ist eine super Sache. Ich werde mal kurz auf die rechte Seite ein bisschen clearen. Er ist aufs Fliegen. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen schneller gewinnen hier, oder? War doch gerade einer. Den habe ich gesehen, das weiß ich. Den soll ich vielleicht noch mal treffen, den Otto. Alter Falter, das war ja heftig schlimm, würde ich das mal meinen. Oh. Ah, da ist noch einer direkt gegenüber, ja. Irgendwo am Haus lang, keine Ahnung. Ja, der ist dahin. Ja, nimm mal das mit. Hey, wir sind sogar. Wir sind immer noch vorne, cool. Bin im Haus drin, falls du. Ah, ich hab den hinten an der Straße erwischt. Nein, ich hätte mich umdrehen sollen, ich hab ihn gehört. Ich hab gedacht, ich komme doch um die Ecke, aber ja. Also dort, wo ich bin, ist gerade einer, der ist gerade hoch. Läuft bei dir. Oh, hab ihn fast gemessert. Ich hab ihn ja noch gegrabt, sorry. Ah, Rita. Irgendwo unter. Ach, M417, wie kann man Autosniper spielen? Ich versteh's nicht. Ach, 13, 12 ist auch nicht so besonders. Kannst du mich wiederbeleben, oder? Ja, wie gesagt, gegenüber so ein Autosniper-Klaus. Oh, auch von der Brücke. So. Ja, das sind die wir schnippen uns die ganze Zeit von dort, also. Man könnte aber wieder die umlaufen, weil wir brauchen sowieso nur fünf Leute. Einen brauchen wir. Ah, die anderen räumen wir ganz schön auf, oder du räumst auf. Zumindest nicht ich, obwohl ich ja Squad-Leader bin und oben stehe. Achso, nicht hier. Weißt du, der Mann muss eigentlich den Squad-Leader wie so ein König behandeln. Extra erstmal noch alle Kills anhitten und gucken, dass, oder wie früher die Vorkoster, um zu gucken, dass das Essen nicht vergiftet ist. Ja, denke ich auch. Nee. So, Leute, alle stellt euch mal bitte zusammen, der Squad Leader von Squad Alpha möchte seine Kills machen, um zu gewinnen. Ja, das mache ich öfters so, diese Taktik, also so, kann man natürlich auch nachweisen, dass es so geht, ne? So wie vorgestern der Typ bei Squad Rush, der Admin, extra mich gekickt, damit er einen Platz in mein Squad hat oder so. Ja, das ist immer ganz gut. So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Also, geht ja noch eine Weile, ich bin noch nicht aufgestiegen auf Level 40 und ja, würde ich mal sagen, haut rein. Tschüss. Tschüss.